Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Metroid Fusion. Ja, im letzten Part sind wir direkt vor dem Bossraum quasi rausgekommen und Tau ist immer noch nicht mit bei. Hier geht's heute leider auch nicht so gut, ist jetzt Sonntag. Samstag ist es, also den Part, den ihr heute seht. Den habe ich gestern aufgenommen, am Freitag natürlich. Ist ja logisch, wenn heute... Halt einfach die Fresse, Andreas. Oh ja, Ceres. Zu jeden Fall müssen wir den Kopf treffen. Am besten natürlich mit... Au. Ah, ich weiß nicht mehr genau, wann und wie das Scheißteil sich bewegt. Ich hab's länger nicht gemacht, aber... Okay. Auf so Plattformen ist man relativ sicher. Außer wenn man Paras bekommt wie ich und einfach in den Gegner reinspringt. Ja, und so. Ich hauptsache einfach schon einen. Oh, das war knapp. Ich einfach schon eineinhalb Energietanks verloren habe. Weil ich einfach in den Gegner reinspringe die ganze Zeit. Au. Ekelhaftes Drecksviech, Alter. Jetzt komm schon. Nein! Ich bin schon wieder reingesprungen. Ich verliere meine ganzen Energietanks nur, weil ich die ganze Zeit reinspringe. Ach, gut. Ja, es ist jetzt auch in dieser Form, wie eigentlich alles. Daran sieht man schon, dass es halt ein X war und nicht mehr Ceres. Also das X hat Ceres getötet und hat natürlich wieder seine Form angenommen, wie man schon in dem Brutbecken gesehen hat. Dass es halt nicht mehr Ceres war. So, dankeschön. Jetzt komm zu mir. Speedbooster einsatzbereit. Anlauf erforderlich. Ja, Speedbooster. Mit dem gibt es sehr, sehr viele Secrets mit dem Speedbooster. Die aber teils echt so saumäßig schwer sind, dass es echt nicht mehr schön ist. So, und mal gucken. Ja, hier müssen wir natürlich gleich einsetzen. Und zwar hier. Oh, da ist ja... Da geht's ja nicht durch. Wie könnte man da bloß durchkommen? Was sind das für Zeichen da drauf? Ich weiß nicht. Das ist alles so verwirrend. Ja, sowas aber auch. Nee, speichern brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, danke schön. Berichten wir Adam, was vorgefallen ist. Au, nicht in... Du Ekelhafter. Schieß mich nicht in die... Ach ja, genau. Ich kann doch mal sagen, damit es auch alle verstanden haben, dass ich etwas gerallt habe. Wir müssen natürlich jetzt gleich einsetzen. Und zwar ist es... Aua. Hier. Au. Ja, komm, hoch. Hoffentlich schießt mich jetzt hier keiner runter. So wie der da. Ich hab's in seinen Augen gesehen, er wollte mich runterschießen. Okay. Ich glaube, von hier reicht der Anschwung schon und den brauche ich auch. Um hier durchzurennen. Senkung des Wasserstands eingeleitet. Ja, im Pumpenkontrollraum natürlich. Wir dürfen ja den Strom nicht ausschalten, deswegen schalten wir halt einfach das nächstliegendste aus. Also das naheliegendste, wenn man nicht den Strom ausschalten darf. Man senkt natürlich das Wasser dann. So dass der Strom das Wasser nicht mehr erreicht. So, und jetzt können wir nämlich auch zurück.
Weil ich glaube, hier unten können wir noch nicht durch. Ja, hier ist eine rote Tür. Eieiei. So. Aber jetzt können wir hier nicht durch, weil... Doch, klar. Ja. Andi. Sei einfach dumm. Ist schon gut. Ach genau, hier geht's ja durch. Richtig. Hier gibt's noch einen Item. Einen Missile Container. Jetzt können wir schon mittlerweile 85 davon mitnehmen. Und jetzt gehen wir weiter. Ich muss hier Anlauf nehmen, damit wir das hier schaffen. Und dann muss ich es verkacken. Das war sehr gut, dass ich das so gemacht habe. Und auch das hier, das war alles geplant und so. Also jetzt nicht denken, dass ich irgendwie dumm bin oder so. Mm-mm, alles geplant. Das war jetzt aber wirklich... ich glaube, das bringt mir hier noch nichts, denn... Man sieht ja, da unten ist ein Item, aber... Ich meine, das ist... Ja, das ist das Zeichen einer Powerbombe. Das heißt, da kommen wir nur durch, wenn wir eine Powerbombe legen können. Also wenn wir die Powerbomben schon haben. Dementsprechend wird da auch ein Powerbomben-Dings durch... Ah ja, genau, jetzt haben wir hier es gesehen. Okay, ich habe den besiegt, aber das hat sich sofort verwandelt in das da. Das können, dem können wir nicht schaden, nur mit Missiles. Rätsel. Weil die Türen waren verschlossen. Und sowas kommt später nochmal, aber ein bisschen fieser. So, erstmal wieder heilen und dann hören wir uns an, was Adam dazu zu sagen hat. Also war auch Ceres mit X infiziert. Nun, zumindest haben sie eine weitere Fähigkeit zurückgewonnen. Bei diesem Tempo können sie sich schon bald dem SRX entgegentreten. Dennoch bleibt zuvor einiges zu erledigen. Das Hauptquartier stellt weitere Daten zu und ihre Unterstützung bereit. Es handelt sich hierbei um neue Missile-Daten. Sie sind auf diese Daten angewiesen, aber der Datenraum dieses Sektors ist durch eine Ebene 4-Sperre gesichert. Der höchsten Sicherheitsstufe überhaupt. Wir sollten die Öffnung derart sensibler Bereiche vermeiden, bis es zwingend notwendig wird. Zudem ist der Weg zum Datenraum in Sektor 2 aufgrund weiterer Aktivitäten des SRX abgeschnitten. Ich erkenne eine Absicht in dessen Verhaltensmuster. Ganz so, als wollte es die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten vorsätzlich verhindern. Samus, die beste Möglichkeit zum Download bietet sich in Sektor 3, Pyr, an. Nach dem Zugriff auf das dortige Navigationsterminal wird der Pyr-Datenraum auf ihrer Karte verzeichnet. Sind die Anweisungen klar? Ja! Begeben Sie sich nun zu Sektor 3, Pyr. Oder Pyro halt. Ja, ich will ja. Lass mich drücken. Okay, auf zu Pyr. Pyro. Schätzungsweise als Abkürzung. Weil ich denke, das ist der... Lava... Raum. Also quasi die Lava-Stelle... Dings. Der Sektor mit der Lava. So. So, Nummer 3. Das ist direkt neben der Nummer 1. Natürlich. Erstmal hier oben das Ding kaputt machen. Nein. Das wär's jetzt, ne? Sektor 3. Pyro. Oder Pyr. So, und was hat Adam hierzu zu sagen? Und natürlich erstmal die Map auch. Glücklicherweise sind die X noch nicht in diesen Bereich eingedrungen. Der Datenraum dieses Sektors ist durch eine weitere Sicherheitssperre versiegelt. Daher müssen sie vor dem Download des Sicherheitsterminals aufsuchen. Vor dem Download das Sicherheitsterminal aufsuchen und die Ebene 2 Schleuse aktivieren. Allerdings verschafft dies dem SRX sowie den X zu diesem Bereich Zugang. Doch wir haben keine Wahl. Die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten hat Priorität. Der Datenraum befindet sich hier. Wie ich bereits erwähnte, werden Sicherheitsterminals nicht auf der Karte angezeigt. Seien Sie vorsichtig, Samus. Sie stoßen hier auf äußerst aggressive Lebensformen. Und meinen Sie den Bereich mit extrem... Und meinen Sie die Bereiche mit extrem hohen Temperaturen. Ihr Anzug hält diese Hitze noch nicht stand. Aber wir arbeiten daran. Ebene 2 Schleusen lassen sich an grünen Schotten erkennen. Lösen Sie die Sperren und gehen Sie zu dem Datenraum, um den Download durchzuführen. Die Supermissile-Daten stehen dort für Sie bereit.
Die Durchschlagskraft ihrer Missiles verdreifacht sich durch diese Daten. Sind die Anweisungen klar? Ja! Aktivieren Sie zunächst die grünen Schleusen. Begeben Sie sich danach zum Datenraum. Die direkte Route schließt Hochtemperaturbereiche aus. Sollten Sie einen solchen Bereich betreten, kehren Sie um. Das hat sich jetzt komisch angehört, ne? Egal. Braucht man nicht. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ich erinnere mich grob, wo der war. Ich glaube, hier kann man sich eine... Ich glaube, hier ist ein... Ja. Ich glaube, hier kann man sich eine coole Abkürzung machen. So, hier geht es nämlich nicht weiter. Und hier oben auch nicht. Ja. Yep. Jetzt bin ich mal ganz schlau. Oh Gott, schieß, 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 Samus. Zack. Ja, da ging es einfach durch. Ja, und genau so macht man das nicht. So, aber. Und hier oben geht es durch. Ja, Sicherheitsterminal. Ebene 2 Sperre entriegelt. Grüne Schleusen sind aktiv. Das sind jetzt schon zwei Schleusen. Also jetzt haben wir die blauen und die grünen. Und uns fehlen quasi nur noch... Ach, und das sind auch schon die X. Das ging schnell. Natürlich richtig fiese Viecher jetzt auch gleich. Ach, genau hier war's. Ich glaube, das ging ja mit normalen. So, hier ist... Das ist gut, hier ist irgendwo und ich treffe gleich die richtige Stelle. Genau, irgendwo eine Dings für Missile. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, hier geht es weiter. Aber es hat sich dann ja erledigt. So, jetzt ist der Boden wieder zu. Ich kann hier zurück. Es sind natürlich überall Gegner. Das ist auch ganz witzig. Der Computer sagt mir vorher noch, passen Sie auf, hier sind sehr aggressive Lebensformen. Aber im Prinzip ist hier absolut gar nichts. Und, das Einzige, was hier ist, ist wirklich nur sobald die X dann da sind. Ich gehe übrigens mal kurz vorher hier oben hin. Ich weiß gerade nicht, was hier kommt. Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Genau. Dieses Ding hatten wir schon mal, so was Ähnliches hatten wir schon mal gesehen. Allerdings in grün. Und dieses jetzt ist in lila und kann nur mit Supermissiles erledigt werden. Das heißt, es geht nicht da lang für uns. Aber wir haben ja schon gesehen, wo es lang geht. Nämlich hier. Ah, so, gut. Ich glaube, hier geht es auch irgendwo nach links. Allerdings nur mit, ja, mit Powerbomben. Das heißt, noch nichts für uns. Ey. So, oh, da rechts sieht man schon, da ist wohl etwas geschmolzen oder so. So, ich glaube, hier ist auch irgendwo... Ja, hier ist ein... Hier ist ein Missile-Container. Ich glaube, hier sind so ein paar fiese Fallen. Genau, weil wenn man da rechts runterfällt, dann ist man halt wieder ganz unten. So, und jetzt sind wir hinter dem Teil. Ist natürlich schön, dass man hier alles wegspringen kann. Haben die Entwickler schön geplant und so. Au. Ekelhaftes Viech, ey. Man merkt schon, dass das hier der Hochtemperaturbereich ist. So wie das hier alles glüht. Kann man das so nennen? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier gibt es etwas. Nicht.
Das ist immer so eine Sache, sowas rauszufinden. Ja. Darum geht's lang. Ach, gehen wir erstmal in den Datenraum. Datenraum. Erstmal natürlich gucken. Wobei ich mich halt grob an alle Sachen, wo es da sowas gibt, erinnern kann. So, aber ist als einsatzbereit. Halte R und B. Halte R und drücke B. Ja. Das ist nämlich... In der Tat... Was war das? In der Tat sind es nämlich einfach die Missiles jetzt aufgewertet, ohne dass wir jetzt weniger Missiles tragen können. Das heißt, jetzt haben wir quasi nicht mal 75 Missiles, sondern 75 Super Missiles. Ja. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Leute, im nächsten Part finden wir heraus, was da so gekrummelt hat, also was dieses Geräusch gemacht hat. Dieses Beben. Und töten es dann. Höchstwahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Servus, Leute.